Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Und wir wollen jetzt hier 39 Days on Mars, so hieß es glaube ich, anzocken. Ich bin mal gespannt. Ich habe eben Jumping King angezockt, das war jetzt nicht so meins. Da muss man wirklich beim Springen aufpassen, dosieren. Man hat aber keine Anzeige, wie weit die Sprungkraft dosiert wird. Also echt beschissen schwer. Mein Fall ist es nicht. Jetzt hoffe ich, dass das vielleicht doch noch was Schönes ist. Meine Große räumt ihr Zimmer auf und hört irgendwelche Hottentottenmusik. Dieses Spiel, Mist, hab ich nicht gesehen. Koffer wird gut rausgefiltert. Ach, das muss man zu zweit spielen oder was? I think I shall build a spaceship and explore Mars. Jolly good. Have a nice voyage. Today we depart. We need nothing except our courage. And perhaps a map. It's locked. It's locked. After the flight plan got shredded by Percival, I put the pieces in the commode for safekeeping. Okay, alles klar. Oh Gott, ist das der Nackt. Gut, so ein Spiel ist das also. Thank you.
ist durcheinander, ich muss das auch nochmal sagen. Thank you.
könnte mir jetzt vorstellen, dass das so kommt. Oder nein, so kommt das nicht. So kommt das nicht. Das kommt so. So kommt das. Und dann kommt Super. So, wir haben hier, dann könnte das später hier oben irgendwo in der Mitte sein, das könnte so. Eine Ecke. Ich denke mal eher, dass die hier so irgendwo hinkommt. Auf die Seite. So. So. Das kommt hier oben irgendwo hin. Denke ich mal ganz stark. Dann können wir mal gucken, ob wir das vielleicht. Auch nicht.
man aber echt durcheinander mit rechts und links an. Das soll man zu zweit spielen, ey. Holla, der Waldfee. Das ist es nicht. Dann können wir mal hier gucken. Ach, leck mir am Arsch, echt jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Gut, das ist das. Müsste das hier unten rankommen, genau. Das muss gedreht werden. Oh, leck mich am Arsch. Echt, ich hab's geschafft. That looks good enough. We can sort out the details on the way. It's a fishing rod. It's just long enough to stir a pot of tea without. This is where the fishing rod normally lives. I should probably put my fishing rod away before doing this. I hang the key out of reach so that thieves can't steal it. Thank you.
Oh Gott. It's an ornate key made out of cast iron. Okay. Also ist nicht nur... I'm not leaving without my top hat. A gentleman is always well-dressed when facing certain death. Das ist aber ein kniffliges I'm not leaving without my top hat. A gentleman is always well-dressed when facing... I'm not leaving without my top hat. A gentleman is always well dressed when facing certain death. Was ist denn der Zylinder? I store my hats in this old tea chest so that they smell nice when I wear them. So. Ach, jetzt sehe ich's. It's my favorite top hat. It's making a faint buzzing sound. Astronomers and polymaths were yesterday astonished by the pronouncements of William Werewolf. It's a fire hydrant, just in case. Beyond this point is the secured embarkation zone for our cutting-edge technological marvel, the HMS Fearful. It's still locked.
Luckily, I invented a volatile helioscopic password generator to find the correct combination. It's still locked. Luckily, I invented a volatile helioscopic password generator to find the correct combination. Astronomers and polymaths were yesterday astonished by the pronouncements of... It's still locked. Luckily, I invented a volatile helioscopic password generator to find the correct combination. Muss ja irgendwo durch die Passwort stehen. It's still locked. Luckily, I invented a volatile helioscopic password generator to find the correct combination. Was, ein flüchtigen Passwortgenerator, was? It's still locked. Luckily, I invented a volatile helioscopic password generator to find the correct combination. Also, er hat einen Passwortgenerator gefunden, um... Ach, da oben. Oh. It's a volatile helioscopic password generator. Oh, God. I designed it myself. Verbinden.
habe wieder mal keinen Stift hier. Einmal einen Stift. Ich hatte mal hier eine Stifttasche. Eine neongrüne. Und irgendwie ist die immer weg. Sonst hätte ich mir das hier mal aufschreiben können. Mist. Ich nehme jetzt einfach mal ein Bild. So, das. Das nicht. Einfach mal das Bild hier. Und sage, ich möchte es bearbeiten, zulassen. Ne, das ist ein Video. Ne, das wollen wir nicht. Wir wollen ein Bild bearbeiten. Nur das hier. Bearbeiten. Stift bearbeiten. So. Filter anpassen, Helligkeit mehr, Kontrast, Stift. Wird jetzt noch was. So, das ist 2 und da gucken wir dann, da haben wir dann halt diesen Typen mit den Hörnern und das andere ist 1, da ist so eine 9. So, mehr sehen wir jetzt hier nicht. Müssen wir uns jetzt erstmal konzentrieren, dass wir die anderen Sachen wieder voll kriegen. Thank you.
Jetzt auf dem Plop war auch eine 9. Wenn ich mich nicht erguckt habe, war die 3 auch eine 9. Da fehlt uns nur noch die 4. Thank you.
I built a spaceship with only my bare hands, and yet I can't get my head around this. Eins, drei, zwei. Also eins, zwei, drei haben wir. Eins war eine neun. Zwei war dieser Bitterkopf. Und drei war auch eine neun. Müssen wir ja hier eigentlich nur noch. It's still locked. Luckily, I invented a volatile helioscopic password generator to find the correct combination. Immer versuche ich noch. Wir haben ja im Prinzip, haben wir das ja rausgekriegt. 9, Widderkopf, 9. 9. Widderkopf. Kann ich hier nochmal Widderkopf versuchen? It's still locked. Luckily, I invented a volatile helioscopic password generator to find the correct combination. Bin ich jetzt so blöde dazu, das Ding zu bedienen, oder was? So. Nur wissen, wie es hier unten ist. So. So, warte mal, lass mal überlegen. Das, wir brauchen hierfür Strom. Wir brauchen hierfür Strom. Das ist erledigt. Wir brauchen hier oben Strom. Thank you.
hab das System immer noch nicht rausgekriegt hier. Warum das halt. Warum das hier nicht dauerhaft aufleuchtet, wenn das mit Strom versorgt ist? So. Geht da hin, geht hier so und geht dann zurück. Leute, dafür bin ich zu blöde, jetzt gerade. Und kostet mir auch zu viel Zeit hier, wir sind ja schon eine Stunde damit bei. Ich würde dann hier auch einen Cut machen. Oh Gott, ein sehr interessantes Spiel. Oh. Schweres Spiel. Was bestimmt auch interessant ist, wenn man das mit zu zweit oder so spielt, wenn jeder halt einen Controller hat oder so. Und dann muss man sich koordinieren, vor allem bei den Bildern, wo wir die Schnipsel drehen mussten, was ich komme und dann dreht man und sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Aber auch verdammt knifflig. So, dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.